Ist schon an? Ich bin gar nicht vorbereitet. Wir sind nicht vorbereitet. Hallo Burkhalde, hallo Welt. Da sind wir schon wieder mal seit langer Zeit. Ja. Matze. Der Matze und Lutze. Hast du den Namen gemerkt? Du hast den Namen gemerkt. Wer sind Sie? Große Woche, nicht vergessen, steht da. Steht da mal. Wir grüßen in die USA. Schon wieder mal. Schon wieder vielen Dank für das Sponsoring, mein lieber Marcel. Du bist ja schon wieder weg. Vor kurzem warst du hier. Ja. Ich hoffe, wir haben ja gesehen, du bist ja schon wieder kreuz und quer durch Las Vegas, die Jette da hinten. Scheint sich da auch sehr wohl zu fühlen. Von uns nochmal herzliches Dankeschön für deine Unterstützung, die du uns wieder mal hast rüberkommen lassen. Wir haben uns sehr gefreut. Genau. So, heute um 2 Uhr. Was ist heute um 22:04 Uhr? Na, ich trage noch Winterpelz, wie man sieht. Ja, ich nicht. Und Frühlingsanfang naht, aber nicht gleich jetzt, sondern erst. Am 20.03. 22.24 Uhr ist es soweit. Dann ist Frühlingsanfang. Ich denke mal am 21. Also am 20.03. Also heute ist der 20.03. Ja. Um 22.24 Uhr. Ja, du siehst, ich habe recherchiert und bin vorbereitet. Das ist mitten in der Nacht. Ja. Aber das sieht nicht so aus. Guck mal, wie dunkel grau das heute wieder ist. Das Wochenende war übrigens schön, ne? Samstag war sehr schön. Ja, war wunderschön gewesen. So, ein bisschen paar Daten haben wir mal wieder zusammengesammelt. Was haben wir denn jetzt? Also, unabhängig vom Frühlingsanfang, gibt es auch Frühlingsferien? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, bestimmt. Kinder nicht mehr? Seitdem nee, war ja gerade Winter. Seitdem du nicht mehr in die Schule gehst, ist ja, sowieso alles vorbei. Ja, nicht mehr in die Schule, das ist vorbei. Das bringt morgen, nicht mehr. Morgen ist dann Tag des Waldes übrigens, der 21.03. Aha. Mhm. Du so alles weißt. Was ich so alles weiß. Also, ich muss guckst ja jetzt hin. Guck doch mal dahin. Ich kann ja hier mal Mu sagen. Genau. Deswegen. Mu. Das ist keine Sprachstörung. Nee, das ist nicht das. Wo ist denn es geht im Juli. Wir springen mal ein paar Monate weiter. Im Juli, am 8. Juli ab 10 Uhr beginnend ist in Altburg. Ach, starte einfach den Film. Ah ja, wir haben ja einen Film. Film ab. Ja, hallo. Ich habe mich verlaufen. Ich stehe irgendwo hier auf einer Wiese und. In Altburg und hier sollen Kühe Fußball spielen, habe ich gehört. Vielleicht täusche ich mich auch oder vielleicht wird es auch noch mal jetzt berichtigt. Henry, ja. Tag. Na, hallo. Was geht ab in Altburg? Ja, wir haben uns hier entschieden, ich und Enrico, wir wollen hier ein Fußballturnier ausrichten zugunsten der Klinik Clowns Potsdam e.V. Und ja, da haben wir schon ein paar Mannschaften zurecht gesucht, die uns hier auch tatkräftig unterstützen wollen und mitspielen wollen. Das findet hier auf der Kuhwiese genau. In Altburg statt? Genau. Ohne Kühe? Ja, nee. Aber die Hinterlassenschaften werden wahrscheinlich noch mit bei sein. Also leicht Rutschgefahr? Ja, man sollte schon gut gängige Schuhe anhaben. Keine Slicks drunter, sondern und ein bisschen Stunden. Wie lange gab es das jetzt schon nicht, das Turnier? Also 8-9 Jahre war es jetzt her. Da haben wir für die Kita Burkhalde, für Linte mal gemacht und ja, und das ist dann so ein bisschen eingeschlafen, weil wir die Mannschaften nicht mehr zusammengekriegt haben. Und ja, jetzt wollen wir einen Neuanfang machen und gucken, was passiert. Also ich freue mich drauf. Und ich kann nur sagen, die besten Ideen entstehen eigentlich, wenn man 1-2 Bier zu viel getrunken hat und dummes Zeug labert. Und dadurch stehen wir eigentlich hier und wir haben uns natürlich auch richtig guten Namen dafür ausgedacht. Wir nennen das ganze Ding mal Kuhwiesensocker. Also ich hatte noch kein Bier heute, also ich bin nicht schuld dran. Es war letzten Sommer. Eine Nacht im Sommer. Ja. Die Idee ist ja zustande gekommen, wo letztes Jahr im Burkhalde beim 10-Jährigen, beim Burkhalde. 20? 30? 30. Wir haben gefeiert. Ja. Auf jeden Fall war eine Feierei. Ja. Gut, wann ist der Termin genau nochmal? 8.7. 8.7. Jetzt schon mal vormerken. Ab 10 Uhr ist dann Eintreffen und dann geht Begrüßung los. Und meldet man sich an? Also bei mir persönlich per Telefonnummer, wenn jetzt Mannschaften Interesse haben. Denn hier ist die Telefonnummer und dann geht es los. 8.7. Genau. Anmeldeschluss ist ungefähr wann? Na, 2 Wochen vorher, also Ende Juni. Genau. Alles klar. Gut, dann schon mal viel Erfolg bei der Vorbereitung. Wir stecken voll drin. Viel Spaß dabei. Danke. Tschüss von dir. Ciao. Tschüss. Ja, Henry, sorry, ich habe das erst im Nachhinein erst gesehen. Wir stellen dich nächstes Mal etwas höher, dann bist du nicht so klein und verlassen. Wo habt ihr denn den kleinen Jungen aufgegabelt?
Nein, schön, schön, dass ihr das organisiert. Steht bei mir auch schon im Kalender. Das ist ein schöner Tag für eine Radtour. 8.7. geht's mal nach Altborg. Nach Altborg ist ja nicht so weit. Genau. So, dann haben wir noch am 22.04., das ist aber schon nächsten Monat, Frühlingsfest in Linte. Diesmal in Linte, was sonst immer in Brück war. Ursprünglich am Bahnhof, dann hinterm Gemeindeamtshaus in Brück. Ist jetzt am 22.04. von 13 bis 18 Uhr in Linte mit dabei, mit jeweils einem eigenen Stand, werden auch dabei sein das Waldbad Bockheide und die DLRG Bockheide. Und die DLRG Bockheide. Die kämpfen um die teilen sich einen gemeinsamen Stand so ungefähr. Also doch nicht mit eigenem Stand? Naja, doch schon. Mhm. Und viele andere werden auch wieder da sein. So. Ist übrigens auch schön für einen Fahrradausflug. Dann müssen wir hier nochmal netterweise ein Dankeschön für Sub. Weißt du, was Sub ist? Ist die Kurzform von Suppe, Suppe. Oder Stand-Up-Paddleboard? Stand-Up-Paddling. Denn die Firma Kunze-AS aus Berlin hat der DLRG Ortsgruppe Borkheide 600 Euro gesponsert. Davon werden 2 Stand-Up-Paddleboards gekauft, die unterstützend bei der Freiwasserausbildung genutzt werden können. Ich habe, rettet ihr damit auch Leute? Ich habe auch so ein Ding noch im Keller liegen. Nee, da reden wir noch mal drüber. Wie, über das Stand-Up-Paddling brauchen wir nicht reden? Über deinen Keller. Über den Keller, wieso? Meinst du, da wollen wir jetzt paddeln dann? Ich weiß nicht, mal gucken, ob wir da noch finden. Vielleicht brauchen wir da irgendwas. Ja, deswegen ein herzliches Dankeschön. Der Jan Kesler hat uns den Kontakt vermittelt und das ging rucki zucki. Und kommt der Ausbildung dort zugute. Vielen Dank. Genau. So, und weiter geht's, weil es ja jetzt Frühling wird und draußen wieder die Natur lockt und viel gemacht werden muss, geht's weiter ab Samstag, und zwar an diesem Samstag um 10, ab 10. Wann geht's los? Jawohl. Ja, sage ich doch, ne? Im Waldbad, der erste Arbeitseinsatz des Jahres. Da wird gewischt, gebohnert, Fenster geputzt. Gehakt vor allem. Gehakt. Und ein paar Gummistiefel mitbringen und so. Und auch das Schilf hinten am Regenerationsteich wird dann eingekürzt. Bis jetzt konnten sich die Florfliegen dort hinten entwickeln. Und dann geht es weiter in Richtung Saisonvorbereitung. Das heißt also, Bockwurst gibt es Mittag. Ach, irgendwas. Bestimmt, oder? Ja, wir können ja, wem das nichts ist, der kann natürlich auch vorne am Klostergrill Mini. Ach ja, da ist ja der Klostergrill, der ist immer voll. Der ist ja mittlerweile auch auf und auch ordentlich voll. Genau. Das ist auch gut so, weil der Einsatz, den er bringt, der muss sich natürlich auch lohnen. Ja, das ist immer voll. Jo. Finde ich gut. So, dann gehen wir weiter zum nächsten Termin. Das ist aber schon der 6.5., wenn ich das richtig sehe hier. Da ist die Freiwillige Feuerwehr tot. TOD. Ja. Tag der offenen Tür. Ja, Tür. Tolle Sache. Ganz toll. Die Tür geht auch auf. Day of Open Door. Also. Am 6.5. bei der Feuerwehr. Genau. Tag der offenen Tür. Könnt ihr mal gucken gehen, wer da noch freiwillig bei der Feuerwehr mitmachen möchte. Kinder, Erwachsene, MWD und alle anderen 30.000 Geschlechter, die es dir so geben soll in Deutschland. Hab noch nicht so viele gesehen. Wir haben irgendwo doch ein bisschen einseitig gebildet, höchstwahrscheinlich dafür. Jo, und weiter geht's dann noch zum 3.6., aber da kommen wir bestimmt noch mal mit anderen Themen. Und zwar ist da Sommerfest in der Kita in Borkheide. Genau. Matze auch anwesend. Der darf da rutschen. Bin an dem Tag nicht da, aber sowohl die DLRG als auch vermutlich Waldbad machen dort einen kleinen Präsentationsstand. Siehst du. Zu dem, was sie bieten und können. Und so, und dann haben wir jetzt nur noch das Letzte für heute wieder, und zwar Matze, das Wetter. Ja, das Wetter ist dein Handy kaputt? Von Samstag auf Sonntag, hast du das gehört? 4.50 Uhr hat sie rumst. Ich habe nicht rumsten gehört. Doch, ich bin nicht aus dem Bett gefallen, das war es nicht, aber das Wetter hat gesagt, machen wir mal ein bisschen Gewitter. Ich weiß, warum ich nicht gehört habe. Ich war vor abends beim Lagerfeuer bei Kanten und wir haben da einen geschnasselt. Ach so, und hast du wieder in die Ohren gekippt, wa? Und da war ich bestimmt nicht um diese Zeit nicht mehr ansprechbar. Warst du nicht mehr, war dir nicht mehr nach Wetter? Nee. Nee, aber es bleibt die Woche auch sehr durchwachsen. Donnerstag, Freitag, Regenschauer möglich, die ganze Woche noch. Es ist ja auch wichtig. Richtig, ein bisschen Wasser braucht man noch, aber wir brauchen auch langsam Sonne für die Energie, also Vitamin D und so. Und damit man hier die Pigmente wiederkommen hier, dass man nicht so blass aussieht. Man sollte auch nicht vergessen, die ersten Waldbrände
waren schon im Osten von Brandenburg wieder unterwegs auf 5000 Quadratmeter. Bei der Feuchtigkeit, wie machen die das? Brandbeschleuniger. Hm. Wir drücken mal die Daumen, dass es ein bisschen ausgewogen bleibt dieses Jahr. Und wir wünschen uns natürlich die Sonne, aber wir wünschen uns auch natürlich... Ab und zu mal einen Tropfen Regen. Aber nachts? Nachts, nachts. Ja, nur, ja. Nachts, nur nachts. Ja, nachts darf und kann, aber am Tage darf und kann auch nicht. So, lieber Wetterdienst, ne? Macht euch einen Kopf. Mach mal, dass Wetter kommt. Lieber Frosch. Gut, das war's. Im Prinzip, ja. Wird dir noch was einlösen, ne? Nee. Wenn es jetzt noch mehr Informationen gibt zu einzelnen Themen, kommen wir nochmal zu. Kommen wir noch wieder. Und so wie es aussieht, gleich nächste Woche, nächste Sendung. Genau, da kommen wir höchstwahrscheinlich auch nochmal. Da müssen wir uns nochmal einen Kopf machen, was wir da so machen oder so. Und der Grund, den sagen wir euch nächsten Montag. Genau. Gut, also bis dahin. Tschüss, sagt Matze und Lütze. Du weißt gar nicht mehr, wie man Tschüss sagt. Nee, das ist schon so lange her, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Und tschüss. Ja, muss mir in Übung kommen. We'll be right back.